Auf einem hybriden Operationssaal mit Roboterassistenz wie diesem ruhen die Hoffnungen tausender Patienten. Auf der Preview der Medica 2016 demonstriert das Fraunhofer-Institut mit einem neuen Assistenzsystem das Feingefühl von Robotern. In Zukunft werden sie in der Lage sein, Spritzen zu setzen oder Biopsien zu nehmen. Ein Roboterarm soll dann vollautomatisch an der optimalen Einführungsstelle eine Nadelführung positionieren, durch die der Arzt die Nadel einbringen kann. Und das in 5 Minuten statt der bisherigen 30. Was wir schaffen ist, erstmal, dass wir schonend und sehr, sehr schnell arbeiten können. Und das ist einerseits gut für den Patienten und andererseits gut auch für das Krankenhaus. Denn das kann dann mit solchen sehr, sehr teuren Geräten, die man dafür einfach braucht, mehrere Untersuchungen durchführen. Und da liegt dann der Gewinn auch fürs Krankenhaus drin und der Arzt wird entlastet. Neben dem Einsatz von automatisierten Systemen ist auch der 3D-Druck in der Medizin nicht mehr wegzulenken. Ein funktionierendes Herz aus dem Drucker ist aktuell noch Utopie. Doch durch den Fortschritt bei Drucktechnologien und Materialien können bereits heute patientenspezifische Implantate fast auf Knopfdruck hergestellt werden. Das heißt, die Produkte werden an den Patienten angepasst und nicht der Patient an Produkte. Und ich habe natürlich auch den Ressourcenaspekt dahinter. Ich kann Zeit sparen, weil ich mich wesentlich besser auf den Patienten einspielen kann. Ich kann Kosten sparen, ich kann Risiken minimieren, weil ich wesentlich besser vorbereitet in den OP gehe. Ob operierende Roboter, Virtual Reality oder Herzen aus dem 3D-Drucker. Die dritte Dimension hält Einzug in die OP-Säle.